So, es ist 16 Uhr. Ich finde, wir sollten anfangen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dieses wunderbare Panel in dieser wunderbaren Besetzung moderieren zu dürfen. Ist mein zweites Panel heute und das erste war schon gut und ich glaube, das wird noch viel besser. Die Gründe dafür sind zum einen die Menschen, die mit mir hier oben auf dem Podium sitzen, zum anderen aber natürlich auch Sie und auf Ihre Fragen freue ich mich besonders. Aber ich finde, wir sollten erstmal anfangen, uns ein bisschen vorzustellen. Dann wird Herr Dobusch, Professor Dobusch, der sich gleich auch mal vorstellt, einen kleinen Input geben, der nicht 5 Minuten überschreiten wird, oder? Ja. Er redet sehr schnell, habe ich gehört. Danach kommen wir so zu einer kleinen Fragerunde hier auf dem Panel, wo ich ein paar Fragen stellen werde in die Runde, vielleicht Ihnen auch ein bisschen Anreiz geben werde, sich selber Fragen einfallen zu lassen. Und dann wollen wir schon gucken, dass wir die Runde mit Ihnen öffnen, damit Sie auch nochmal die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und zum Abschluss versuche ich noch ein Abschlussplädoyer aus den einzelnen Teilnehmern hier oben, einen Abschlussplädoyer abzuringen sozusagen. Und dann sollten wir nach 50 Minuten auch durch sein. Ich versuche, dank der Engel auch in der Zeit zu bleiben. Ich glaube, wir fangen mal mit der Vorstellung an. Ich stelle mich grundsätzlich als Letzten vor, deswegen gebe ich mal ganz nach links weiter und bitte Frau Saskia Esken, sich als Erste vorzustellen und dann gehen wir einfach oder so. Ja, hallo, ich bin Saskia Esken. Ich bin Bundestagsabgeordnete in der SPD-Fraktion seit 2013 jetzt und arbeite dort im Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und im Ausschuss Digitale Agenda, den wir in dieser Legislatur ja erst neu gegründet haben. Und ich bin in diesen beiden Ausschüssen zuständig für das Thema die sogenannte digitale Bildung. Und bin deswegen, glaube ich, ganz richtig nicht hier auf diesem Podium, sondern hier bei dieser Veranstaltung, weil ich eine ganze Menge Menschen jetzt schon gefunden habe, mit denen ich mich darüber austauschen kann, was wir denn so tun müssen, damit wir vorwärts kommen beim Einsatz digitaler Medien in der Bildung oder beim Lernen für eine digitalisierte Welt oder wie man diese digitale Bildung eben in mehr Worten besser umschreiben könnte. Okay, vielen Dank, Saskia. Saskia hat die Messlatte hochgelegt. Die Frage wäre auch gewesen, warum sind Sie hier, Herr Hirche? Ich würde mich freuen, wenn Sie sich vorstellen und auch sagen, warum Sie heute hier sind. Ja, Walter Hirche. Ich komme von der Deutschen UNESCO-Kommission, leite dort den Bildungsausschuss und bin von Hause aus, wie man immer so schön sagt, mal Lehrer gewesen, war dann in verschiedenen Landesregierungen und auch mal eine Zeit lang in der Bundesregierung. Aber jetzt bin ich im Rat für nachhaltige Entwicklung, für das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung zuständig und berate Frau Wanka in den nächsten Jahren im Rahmen des Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung in den internationalen Aspekten. Vielen Dank. Herr Kaden, ich reiche mal weiter. Ja, mein Name ist Michael Kaden. Ich bin von Hause aus Medienpädagoge, seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen im Bildungsbereich unterwegs. Zuletzt und auch im Teil meiner Arbeitszeit nach wie vor in Brandenburg, in Potsdam, im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Auf dem Brandenburg-Ticket in Sachen OER auch tätig gewesen in der OER-Arbeitsgruppe zusammen mit dem BMBF, die seit 2013 unterwegs ist und in anderen Funktionen in der Kultusministerkonferenz. Die ist momentan auch mein Schwerpunkt der Tätigkeit. Seit Januar bin ich bei der KMK, beim Sekretariat der KMK hier um die Ecke in der Taubenstraße und dort mit der Koordinierung der Länderinitiative und Strategie Bildung in der digitalen Welt betraut. Mein Name ist Leonard Dobusch. Ich war jetzt 10 Jahre lang an der FU Berlin mit kurzen Unterbrechungen im Managementbereich und bin jetzt seit 1. Februar an die Universität Innsbruck gewechselt, dort im Bereich Organisation, habe aber auch Jura studiert in Österreich, wie man vielleicht hört. Und ich komme eher von der Lizenzseite zu diesem ganzen Thema. Also ich habe mich für digitale Offenheit in verschiedensten Formen immer schon interessiert. Und das heißt, Open Source war lange natürlich ein Thema, Open Access, Open Government und eben auch Open Educational Resources. Und ich glaube, warum ich da bin, ist, weil ich, wie ich noch in Berlin war, im Auftrag der Technologiestiftung Berlin, gemeinsam mit anderen, mit Max Heimstedt und Jennifer Hill, mir zweimal auch so einen Ländervergleich angesehen habe, was in Deutschland zu diesem Thema passiert, von politischer Seite. Das ist wichtig. Okay, du kannst dann, glaube ich, schon mal dich in Richtung
Platz bewegen. Ich würde mich noch mal ganz kurz vorstellen, bin Christian Heise, Vorstandsvorsitzender der Open Knowledge Foundation. Wir setzen uns im weitesten Sinne für das Thema offenes Wissen sein. Open Educational Resources ist natürlich ein wichtiger Bestandteil von und wir träumen auch von der Bildungsgerechtigkeit für alle. Und ich freue mich heute, der Moderator oder Host des Panels zu sein und würde jetzt quasi direkt an für den ersten kleinen Input, wie gesagt, 5 Minuten an den Dobusch übergeben und mich freuen, wenn er jetzt startet. Ja, danke für die Gelegenheit, das hier nochmal zu präsentieren. Wie gesagt, es ist eigentlich eine Geschichte von 2 Studien. Die erste Studie hat die Technologiestiftung Berlin bei mir und meinen Kolleginnen und Kollegen 2014 angefragt. Die Daten, die wir da verwendet haben, waren aber bereits aus 2013. Also das heißt, die Datenbasis ist ein bisschen älter. Und der Hintergrund war eigentlich durchaus auf Berlin fokussiert, sich zu überlegen, was könnte man in Berlin tun. Gleichzeitig aber auch sich anzusehen, wie steht Berlin eigentlich im Vergleich mit den anderen deutschen Bundesländern, wenn es um Open Educational Resources geht, in den verschiedensten Bereichen, Aspekten, die davon betroffen sind. Und das Ergebnis, das wir damals gemacht haben oder was wir damals rausbekommen haben und zur Vorgehensweise, was haben wir gemacht? Wir haben die Träger, Bundesländer angeschrieben, nach Zuständigen gefragt, haben denen Links geschickt zu einem Fragebogen, die natürlich in der Regel nicht ausgefüllt wurden, weil es keine Ansprechpartner gab. Wir haben dann versucht, telefonisch solche herauszufinden und wenn das alles nicht gefruchtet hat, was häufig war, dann haben wir in den einzelnen Bereichen einfach selbst recherchiert im Internet und wir haben gesagt, was wir nach E-Mail-Anfrage, nach telefonischer Anfrage und nach intensiver Online-Recherche nicht gefunden haben. Das mag zwar existieren, ist aber nicht open. Und die das Ergebnis sah dann auch dementsprechend so aus, Häufigkeit verschiedener Open Educational Resources, Praktiken, man kann es jetzt nicht so gut lesen, aber das, wo quasi da die Balken am höchsten gehen, und höchsten heißt in dem Fall 7 Bundesländer bei Information von 16 zum Thema Open Educational Resources, und Information heißt in dem Fall, irgendwo gibt es eine Webseite, wo irgendwas dazu steht, in der Regel, und die 2 höchsten Balken waren bei kostenlose Materialien, jetzt brauche ich hier nicht erklären, kostenlos ist nicht unbedingt OER. Und der 2. hohe Balken war bei MOOCs, auch hier brauche ich nicht erklären, MOOC kann OER sein, ist häufig aber kein OER. Wenn man jetzt also von OER-Praktiken im engeren Sinne spricht und die 2 Balken wegtut, ja, dann war das ein sehr ernüchterndes Bild, wo in den verschiedenen Bereichen sehr wenig passiert ist. Gleichzeitig, 2013, wie gesagt, war eigentlich das erste Jahr, in dem in Deutschland, also nach 2012, so richtig diese OER-Debatte in Fahrt gekommen ist. Sie merken, ich verspreche nicht, Christian hat nicht zu viel versprochen, dass ich schnell rede. Kommen wir schon zur 2. Studie, die dann im vergangenen Jahr nochmal angefragt wurde, wieder von der Technologiestiftung Berlin, sich anzusehen, okay, was ist jetzt passiert seither? Das heißt, wir haben einfach dann nur diesen einen Teil, der den Ländervergleich im Blick hatte, repliziert, also die identischen Fragen nochmal gestellt, selbe Vorgehensweise in der Methodik. Und man muss sagen, es ist da durchaus einiges geschehen, ja. Also wenn man jetzt nach den Bereichen, in denen etwas geschehen ist, fragt, dann kann man sehen, dass wirklich im Bereich Information, also fokussieren wir vielleicht zuerst die Bereiche, wo wirklich was passiert ist. Das wäre also der Bereich Informationsangebote, MOOCs ist noch weiter gewachsen, kostenlose Materialien ebenfalls. Aber vor allem, wenn man sich ansieht, über 10 Bundesländer sagen jetzt, dass sie im Lehrer- und Lehrerinnen-Fortbildungsbereich Angebote haben. Das heißt jetzt nicht, dass es spezielle OER-Schulungen gibt, aber das heißt, was ich vielleicht auch sogar für sinnvoll erachte, dass einfach OER in medienpädagogischen Ausbildungen Teil ist, Thema ist, dort vorkommt und so weiter. Über die Hälfte der deutschen Bundesländer behauptet inzwischen ein Leuchtturmprojekt zu haben. Das sind entweder irgendwelche Schwerpunktschulen oder an Universitäten. Offene Lizenzen spielen überhaupt erstmal eine Rolle. Also man sieht, vor 2 Jahren haben wir nach offenen Lizenzen gefragt und alle haben vor allem ein überzeugtes Hä? Geerntet. Jetzt ist es so, dass eigentlich in knapp der Hälfte der Bundesländer offene Lizenzen verstanden werden und sogar irgendwie es Materialien, die offen lizenziert sind, gibt. Auch landeseigene Portale, und auch wenn die in den seltensten Fällen exklusiv OER-Portale sind, aber Portale, wo OER auch eingestellt sind, gibt es inzwischen in 6 Ländern. Kommen wir zu den Bereichen, wo sich wenig bis nichts getan hat. Es gibt nirgends eine Koordinierungsstelle, die sagt, wir treiben OER voran. Es gibt
keine oder kaum Förderprogramme, also das heißt, wo man sagt, wenn wir Geld ausgeben, dann ist das gekoppelt an irgendeine Lizenzverpflichtung oder auch nur, das, und ich glaube, das ist die zwei, drei, die es gibt, die sagen, ja, wir würden uns offene Lizenz wünschen und das würde vielleicht die Förderwürdigkeit erhöhen, aber von einer wirklichen Kopplung der Förderung an eine offene Lizenzierung, wie es in den USA ja gang und gäbe ist, vor allem bei Stiftungen, ist in Deutschland nicht die Rede. Es gibt auch keine echten Aufklärungskampagnen, also Informationen, ja, irgendwo auf einer Homepage, aber dass man sagt, wir gehen proaktiv da rein, um für dieses Thema zu sensibilisieren, ist eigentlich sehr selten. Und unter Förderprogrammen, und es gibt auch noch nichts, wo irgendwie OER zertifiziert werden können, also gibt es zwar zwei Antworten. Ich möchte da vielleicht noch dazu sagen, weil es sicher dann Fragen kommen, was ist da in meinem Bundesland oder was ist bei diesem einen Punkt? Wir waren da sehr, sehr großzügig. Ja, also wir haben quasi, wenn da irgendwas angekreuzt war, das eigentlich auch, oder wenn da irgendwelche Antworten kamen, die in die Richtung gingen, haben wir gesagt, okay, da ist was vorhanden. Ja, also wenn man da sehr genau hinschaut, dann kommt man drauf, naja, also so richtig sind wir da noch nicht dort. Jetzt das eigentlich Spannende, und dann bin ich auch schon mit meinen 5 Minuten, glaube ich, durch. In welchen Ländern tut sich was oder nichts? Da sieht man, dass die Länder, die in den letzten Jahren besonders stark aufgeholt haben, Baden-Württemberg war, wo ja Saskia herkommt. Berlin und Brandenburg waren die Länder, wo vorher schon sehr viel, vergleichsweise viel, man muss halt sagen, auf niedrigem Niveau viel, wo ein bisschen was dazugekommen ist. Hamburg, Nordrhein-Westfalen hat auch stark zugelegt. Wir machen natürlich hier auch nicht nur Naming, sondern Shaming. Das heißt, Schleswig-Holstein, Bremen und vor allem Sachsen ist irgendwie gerade nicht das Vorzeigebundesland, nicht nur in OER. Gut, statt eines Fazits, Details zur Situation in den Ländern, wäre die Frage, die wir vielleicht dann hier auch ansprechen könnten, die wir natürlich hier in dieser oberflächlichen Erhebung nicht wirklich, also wir sind nicht in die Tiefe gegangen, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und dann die zweite Frage, die, glaube ich, für das Panel besonders relevant scheint mir, wäre pick your fights. Ja, wir werden nicht an all diesen Punkten ansetzen können, wo lohnt sich es vielleicht am meisten? Ja? Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Das war ein schneller Ritt. Danke auch, dass du die Fragen noch offen lässt, als ob wir uns abgesprochen hätten. Die erste Frage geht tatsächlich gleich mal an Frau Esken und Herrn Kaden zusammen. Es ist ja so, dass es sich kürzlich das erste Mal Bundesmittel für das Thema OER zur Verfügung gestellt wurden im Haushalt. Was hat sich seitdem auf politischer Ebene getan? Also aus den Mitteln heraus ist die Mapping, der Mapping-Prozess, den Wikimedia federführend durchgeführt hat, finanziert worden und die Machbarkeitsstudie beim DIPF. Aber tatsächlich haben ja die beiden Prozesse und viele andere Prozesse, unter anderem auch, dass meine Bundestagsfraktion und die der Union gemeinsam einen Antrag entwickelt hat zur Umsetzung einer Strategie digitales Lernen und beschlossen hat im Bundestag und dass wir da in vielen Beratungen mit einzelnen Ländern waren, wo wir auch herkommen oder wo wir eben Bezug zu haben, dass durch all diese Prozesse eben sehr viel mehr Bewusstheit ins Thema gekommen ist, was Leo ja auch vorgetragen hat, dass eben in den Bundesländern jetzt bei keinem vielleicht mehr dieses Hey kam, wie OER, was soll das sein, sondern dass eben dass man im Gespräch ist und dass man auch tatsächlich beginnt zu realisieren, wir müssen uns vielleicht da ein Stück weit bewegen und das, was wir die letzten 20 Jahre möglicherweise verschlafen haben, jetzt mal loslegen, umsetzen, machen. Herr Dr. Kaden, dieselbe Frage an Sie. Es gab ja dann auch nochmal aus dem Haus der Kultusministerkonferenz auch ein Papier dazu, kurz nachdem angekündigt wurde, dass Bundesmittel dazu zur Verfügung stehen. Was hat sich Ihrer Meinung nach in dem Bereich getan, vor allem jetzt für die Länder sprechend? Ja, also ich denke, in den letzten 3 Jahren ist das Thema wirklich angekommen, auch in der Kultusverwaltung, in der Bildungspolitik. 2012 hat ja das BMBF auch so eine Expertenanhörung gemacht. Da war das Thema OER noch ein sehr von außen kommendes Thema. Und da war noch relativ wenig, zumindest in dem Bereich, den ich genannt habe, relativ wenig Kenntnis vorhanden. Das hat sich deutlich geändert. Man sieht es gibt jetzt Landesstrategien zur digitalen Bildung. Im Januar hat Bayern eine Strategie vorgestellt. Da ist OER integrativer Bestandteil. Also das macht deutlich, das ist kein Exotenthema mehr, sondern wir sind in dieser Phase, Dominik Ohr hat es vorhin genannt, des Mainstreamings angekommen. Die Kritikpunkte, die jetzt kamen, die waren eher so aus der Silicon Valley-Ecke, habe ich es jetzt so verstanden. Ich würde sagen, der Prozess
hat sich entwickelt und wir stehen jetzt auch bei dem Mainstreaming noch vor einer weiteren Herausforderung, das noch in größere Kontexte einzubetten, um eben auch Prozesse zu befördern, die dann bruchfrei sind, die ganzheitlich angelegt sind und uns insgesamt mit der Bildung in der digitalen Welt auf ein neues Level führen. Danke. Da sprechen wir über ganzheitliche Ansätze und haben jetzt kurz mal die Länder- und die Bundesperspektive angesprochen. Würde ich Sie, Herr Hirche, fragen, wie bewertet denn die UNESCO bzw. Sie auch persönlich mit internationaler Erfahrung die deutsche Situation im Moment? Also das ist eben schon gesagt worden. Wir hinken hinterher in weiten Bereichen. Allerdings ist festzustellen, dass seit etwa 3 Jahren ein Aufholprozess im Gange ist, der langsam in die Breite geht, im Augenblick sich vielleicht auch noch manchmal bei Etiketten aufhält und noch nicht die Substanz überall erfasst. Aber allein der eine Hinweis, der eben von Herrn Dobisch gegeben worden ist, Lehrerfortbildung, wo ja ein signifikanter Anstieg war, zeigt mir, dass die Stoßrichtung Multiplikatoren mit dem Thema zu befassen, um dann in diesem Fall in den Schulbereich hineinzugehen, ganz wesentlicher ist. Ich glaube schon, dass in Deutschland, wenn mal ein Thema erstmal begriffen worden ist, dass die Wichtigkeit begriffen worden ist, dass wir dann durchaus in der Lage sind, ja auch zusammen mit den anderen deutschsprachigen Ländern, Österreich und der Schweiz, Dinge zu entwickeln und aufzuschließen, etwa zu den Niederlanden und zu Großbritannien, die da ein Stückchen weiter sind als Deutschland. Aber ich darf sagen, dass auch in Paris das durchaus beachtet wird, dass in Deutschland jetzt ein neuer Zug reingekommen ist in das Thema und es eben nicht nur diskutiert wird unter technischen oder rechtlichen Gesichtspunkten, sondern insgesamt, sagen wir mal, der integrierte Ansatz, der hier stattfindet, pädagogische und medientechnische und rechtliche Aspekte, alles zusammen. Und ich glaube, das ist deswegen auch so ein entscheidender Punkt, an dem wir sind, weil wir heutzutage wissen in Deutschland angesichts der Flüchtlingswelle, dass wir mit herkömmlichen Methoden Beschulung und Information nicht mehr leisten können. Und international ist es so, das werden wir nachher diskutieren. Wir haben eine Agenda 2030, Sustainable Development Goals, in der Bildung zum ersten Mal überhaupt auftaucht. Und diese Millionen, die beschult werden müssen, die werden wir nicht mit auf dem herkömmlichen Art und Weise, ich will das mal so allgemein sagen, beschulen können, sondern da werden digitale Medien, da wird ein Open Educational Resources eine ganz zentrale und entscheidende Rolle spielen. Und deswegen haben wir gerade sozusagen, wir sind auf den letzten Wagen vom Zug aufgesprungen, aber arbeiten uns langsam nach vorne. Welche internationalen Entwicklungen sind so abzusehen aus Sicht der UNESCO oder welche Bestrebungen werden Sie oder was streben Sie an, um zum Beispiel die deutsche Entwicklung auch zu befördern in Zukunft? Ja, einmal das, was etwa die deutsche UNESCO-Kommission ja macht, den regen Austausch, den wir zum Beispiel mit Vertretern der Bund-Länder-Kommission haben, konkret Vertretern der KMK und des BMBF, das weiter zu pflegen, Schirmherrschaften wie hier für das OER-Festival zu übernehmen. Die Idee sozusagen, ich will das jetzt nicht sehr bagatellisieren, aber ich sage mal in Form einer PR-Kampagne zu unterstützen, denn die Macher sitzen woanders. Die sitzen jetzt nicht unbedingt in der deutschen UNESCO-Kommission, aber unsere Aufgabe ist, im Grunde sowas wie ein Katalysator zu sein zwischen internationalen Entwicklungen und dem, was in Deutschland ist. Dazu gehört dann der Dialog mit den Verlegern, die hier und dort, glaube ich, falsche Ängste haben in dem Zusammenhang, sondern auch im Sinne einer Entwicklung eines Marktes offener in diese Situation hineingehen müssen. Also mit der institutionellen Seite und der Zivilgesellschaft. Und es gibt für mich noch einen Punkt, in dem OER eine ganz große Rolle spielen wird. Das ist unterschätzt worden. Wir haben in Deutschland 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. 7,5 Millionen, das sind etwa 10%. Man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber es ist so und hier wartet auch eine riesige Aufgabe auf Open Educational Resources. Vielleicht ist das sogar eine Überforderung, da muss man aufpassen. Aber ohne
einen gesteigerten, erheblich gesteigerten Einsatz, werden wir dort nicht weiterkommen. Und das gilt auch für das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Danke. Danke nochmal für dein Input-Referat am Anfang. Ich bin immer wieder begeistert, wenn Wissenschaftler, die schon über 10 Jahre in der Wissenschaft sind, es schaffen, sich bei einer Präsentation an die Zeit zu halten. Deswegen will ich das nochmal hervorheben. Aber nochmal vielleicht die Frage an dich ganz konkret. Was hat dich bei den vorgestellten Ergebnissen oder auch bei der Erhebung, gerade jetzt über den Jahresvergleich, wirklich überrascht? Also wo hast du gesagt, damit hättest du trotz deines Know-hows in dem Themenbereich nicht gerechnet? Also ich habe nicht, ehrlich gesagt, damit gerechnet, dass so viel passiert ist, weil der Zeitraum so kurz war. Normalerweise ist es ja so, wenn man Panelerhebungen macht, die über mehrere Jahre sich erstrecken, dann vielleicht so nach 2 Jahren, nach 3 Jahren gibt es dann wieder größere. Jetzt kann man sagen, der Unterschied ist hier so 1,5 Jahre gewesen. Und für 1,5 Jahre Unterschied ist einfach die Varianz in den Daten sehr groß. Und da muss man wirklich sagen, da gab es, ich glaube nicht in der Masse, ich glaube, da sind wir auch realistisch hier und das war auch gestern Abend ja schon Thema. In der Breite ist das sicher kein so ein Thema. Aber eben, das muss es vielleicht auch gar nicht sein, damit sich mal was bewegt. Ja? Und dort, wo quasi aber eigentlich Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sitzen, da habe ich das Gefühl, das konnte man wirklich sehen und zwar in einem Ausmaß, wie es mich überrascht hat, ist es das Thema als Thema angekommen. Ja? Was man aber auch sieht, und das hat mich nicht so überrascht, die Dinge, die wo am meisten Bewegung zu sehen war, waren natürlich sozusagen die einfachen. Ja, also, dass man halt auf der Webseite dann halt auch OER mal erklärt. Ja, und im Fortbildungsprogramm noch quasi, wenn man das neu ausschreibt, eine Zeile hinzufügt. Solche Dinge, das war leicht. Was wir in der ersten Studie für Berlin uns angesehen haben, und da tut sich meiner Meinung nach noch nichts und bis heute noch nichts. Also da ist wirklich, wenn es darum geht, bestehende zum Beispiel auch Finanzierungsstrukturen für Lernmittel, für OER zu öffnen. Also da gibt es weder gute Konzepte noch Pilotprojekte und bis hin zur konkreten Erstellung von OER, die jetzt nicht zivilgesellschaftlich in Eigenregie von engagierten Individuen passiert, sondern die eben von Verlagen, also es gibt immer noch in keinem deutschen Bundesland ein lehrplankonformes OER-Buch von einem Verlag. Gibt es nicht. Und jetzt kommt gleich wieder, aber Bücher wollen wir nicht mehr. Es gibt auch kein lehrplankonformes Lernmittelpaket in digitaler Form von dem Verlag. Gibt es nirgends. In keinem Fach, in keinem Bundesland, null. Und es gibt auch in keinem Bundesland die Finanzierungsmittel dafür. Und es gibt auch keine Förderprogramme, um sowas zu finanzieren. Und ich glaube, das wird sozusagen der nächste Schritt, damit man von OER wirklich auch in die Masse kommt. Und dafür müssen eben sich gerade nicht alle Lehrerinnen und Lehrer für OER interessieren oder das verstehen, sondern quasi da müssen eigentlich die Expertinnen und Experten, die hoffentlich viele auch hier sitzen, sich da wirklich einen Schritt weitermachen. Danke. Das jetzt zu dir zurück. Direkte Förderung von OER-Lehrmitteln. Das Thema hatten wir gestern Abend ja bei Wikimedia auch schon. Gestern, soweit ich mich erinnern kann, hast du gesagt, von Länderebene keine Option, von Bundesebene keine Option. Länderebene sahst du, glaube ich, auch ein bisschen herausfordernd. Warum? Gerade an das angeknüpft, was Leonard gesagt hat. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Politik in welcher Form auch immer sozusagen einen Schubs finanziert, einen Schubfinanzierung macht, aber am Ende steckt in dem Thema vom Staat in Auftrag gegebene Lehr- und Lernmaterialien so viel Misstrauen und vielleicht auch gar nicht zu Unrecht, dass da eben keine Vielfalt produziert wird, dass Lehrkräfte dann darauf zurückgeworfen sind, dieses eine Lehrmaterial verwenden zu können, wenn sie dieses eine Thema behandeln wollen. Das ist eine Sache, die wir gar nicht wollen. Das ist, glaube ich, relativ deutlich. Und deswegen kann es nur darum gehen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit OER entstehen können und damit eben auch Mehrwerte aus OER und mehrwertige Dienstleistungen auch entstehen können. Und das muss nicht unbedingt nur, ich will mich jetzt da nicht in der Verantwortung ziehen und sagen, wir machen nur Gesetze und Geld müsst ihr irgendwie gucken, wo es herbekommt, sondern es geht wirklich darum, dass es nicht sinnvoll sein kann, dass der Staat durchgehend diese Aufgabe nur alleine macht, ja. Da gehört Vielfalt ins Thema. Wir wollen die Vielfalt, die da ist, die da aus so einer Graswurzelbewegung auch entstanden ist, ja auch nicht zugleistern mit, wir nehmen es jetzt mal in die Hand und machen das, ne? Machen alles kaputt.
was schon da ist. Dennoch, mit 2 Millionen Euro ist man in das Thema OER eingestiegen, ja, im Bundeshaushalt. Wie wird es damit weitergehen, wenn es nach dir ginge oder der Bundesregierung ginge, die du ja auch vertrittst? Ja, naja, das kann man jetzt so nicht sagen. Bundesregierung und Parlament sind immer noch, glaube ich, zweierlei. Den musste ich jetzt bringen. Den musstest du bringen. Gut, politische Bildung. Politologe, wer darf das? Ne? Genau, ich habe abgebrochen, ich kann mir das erlauben, das anders zu wissen. Na egal. Wir haben ja jetzt gesehen, was damit gemacht worden ist. Das ist im ersten Anlauf ist es Begleitung gewesen, im zweiten Anlauf, was jetzt ausgeschrieben wurde bisher, ist schon mehr, würde ich sagen, als Begleitung, nämlich Unterstützung, diese zentrale Informationsstelle, Lehrerfortbildung, die da angedacht ist mit diesen Multiplikatoren-Schulungen. Dass man tatsächlich auch fördernd nicht nur in Richtung, wir gucken nochmal genau hin, was gibt es alles und welche Bedingungen müssen eigentlich hergestellt werden und so weiter und so fort, die ja auch vielleicht das Bewusstsein nochmal auch in eine größere Community getragen haben, sondern dass man jetzt auch wirklich konkret unterstützt und was wir ja noch nicht geschafft haben, auch wenn man bei Ländern anfragt, weniger herkommt. Was wir noch nicht geschafft haben, ist tatsächlich auch in den Unterricht zu wirken, sozusagen dort eben eine Öffnung zu erzeugen. Und dazu ist ja zuallererst, glaube ich, Schulentwicklung notwendig und die zu anzustoßen, da ist die Politik nur endgültig überfordert. Ja, da muss ja auch gelingende Organisationsentwicklung muss ja aus der Organisation selbst oder zumindest vom Kopf der Organisation, aber nicht von draußen. Ja. Wenn wir bei so semi-politikwissenschaftlichen Themen sind wie Föderalismus und Kooperationsverbot, ist das die Abschaffung des Kooperationsverbots die einzige Lösung für digitale Lehrmittel auf Länderebene? Nein, glaube ich nicht. Also ich denke, KMK, also das ist Team, wir haben ja gesagt, wir haben heute schon gehört, die Bedeutung von Teams, dass die stärker akzentuiert wird und die KMK ist ein Team und das Team stellt sich jetzt auf. Und da gehört eben auch die Organisation dann des Bereichs, des Handlungsfelds, Bildungsmedien, Content mit dazu und das wird eine Zeit dauern. Die Ausgangssituation ist ja nicht so prekär wie zum Beispiel in den USA, wo die Textbooks horrend teuer sind. Wir haben mittelständische Verlage, Verlagsstruktur hier in der Bundesrepublik, die seit Jahrzehnten qualitativ hochwertige Bildungsmedien produzieren. Da muss man auch sorgsam mit umgehen, dass da nicht Geschäftsmodelle implodieren, die dann das gesamte System in Schräglage bringen. Wir sind sozusagen dabei, die Bewässerungspolter zu verändern und in dieser Strategie Bildung in der digitalen Welt wird es, denke ich, auf eine duale Struktur hinauslaufen. Die Vorteile sind eben benannt worden. Es wird auch eine Art Wettbewerb dann geben zwischen proprietären und offenen Formaten. Ich denke, das ist aus Sicht von Bildung und von Bildungspolitik und Bildungsverwaltung auch sinnvoll. Die Finanzflüsse sind eben gerade in den Flächenländern sehr komplex. Wir haben ja diese sehr schwierige Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Schulangelegenheiten im schulischen Bereich. Wir haben Mitteltransfers von Länder auf kommunale Seite. Da wird man schrittweise rangehen und Brückenköpfe schaffen, damit sich Veränderung vollziehen kann. Da sozusagen mit der Machete durchzugehen, wäre sicherlich der falsche Ansatz. Und wir sind dabei in der KMK, da Wege zu verabreden, auch Etappen zu verabreden, damit wir verantwortungsvoll diesen Gesamtprozess bestehen können. Sind wir beim Thema Wässern und Wettbewerb für OER. Herr Hirche, was glauben Sie, es gibt das, die mehr oder die Hoffnung, sagen wir lieber, oder die Vision, dass OER zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen kann? Erstens, stimmen Sie dem zu? Und zweitens, wie wäre das möglich? Also zunächst mal, das ist ein zentraler Aspekt in den ganzen internationalen Zielen. Mehr Bildungsgerechtigkeit, Zugang für alle zum Bildungswesen und ein Punkt, der hinzukommt, mehr Qualität in die Bildungsprozesse hinein. Und ich glaube, dass
OER zu allem etwas beitragen kann, in dem Sinne, dass wir auch in Zukunft, da stimme ich an Kaden zu, dass wir auch in Zukunft vielfältige Lernangebote haben. Diversität ist ja auch so ein Prinzip, was nicht nur demokratischen Vorstellungen entspricht, sondern bei mir persönlich meinem Menschenbild auch nahe kommt. Wir sind nicht alle gleich, wir müssen auch unterschiedliche Angebote machen. Und OER hat viel stärker noch als das herkömmliche Lernangebote und Materialien haben, die Möglichkeit, individuell zuzuschneiden, individuelle Zugänge zu haben. Das heißt, in dem Sinne auch, das ist fast so etwas wie ein Beitrag zur Partizipation, mehr Motivation zu vermitteln. Für mich ist das Entscheidende, warum zum Beispiel heute Kinder sagen in Deutschland, ich muss zur Schule gehen und nicht, wie es international ist, ich darf zur Schule gehen, dass wir nicht genügend Motivation mit Lernvorgängen vermitteln. Und das ist das ganz Entscheidende, Motivation zu fördern. Und da glaube ich, dass in dem Hinzutun, in Teilen vielleicht auch eine Ablösung, aber nur in Teilen, von OER zu den herkömmlichen Angeboten eine große Chance liegt. Ich will dafür zwei Dinge nennen. Wir haben ja in Deutschland mehrere hundert UNESCO-Projektschulen. Für uns ist jetzt das Thema nicht nur Bildung für nachhaltige Entwicklung, was ein zentrales Weltthema ist, sondern auch das Thema offen zugängliche, frei zugängliche Bildungsressourcen ein zentrales Thema. Und vielleicht kann man auch versuchen, das irgendwie miteinander zu verknüpfen. Wir haben andererseits in Deutschland 8 im Augenblick UNESCO-Lehrstühle, die ganz verschieden sind. Der eine ist für Völkerrecht zuständig, meinetwegen, und der andere für Kultur, die also fachlich wenig miteinander zu tun haben, wenn man den internationalen Aspekt mal beiseite nimmt. Aber wir haben uns auf einer Tagung im Dezember letzten Jahres in Aachen darauf verständigt, dass wir mal versuchen, ob OER ein gemeinsames Thema dieser 8 unterschiedlich gestrickten Lehrstühle ist. Und auf diese Weise untereinander ein Netz entsteht, auch mit Angeboten und vielleicht dann in die jeweiligen Universitäten das hineinwirken kann. Wohlgemerkt nicht nur deutsche Lehrstühle, sondern niederländische, slowenische war vertreten, dass wir hier weiterkommen. Also ich denke, das ist eine Bereicherung. Es ist Pluralität in dem Zusammenhang. Und vielleicht kann ich das auch so sagen. Wir lernen aber eben nicht nur visuell, sondern wir lernen auch haptisch. Und deswegen wird das Buch immer auch in Zukunft eine Rolle spielen. Von daher verstehe ich manche übersteigerte Ängste im Verlegerbereich nicht. Vielen Dank. Gibt es schon Ergebnisse dieser Auseinandersetzung mit den Lehrstühlen in dem Bereich? Oder? Nein, das ist noch im Gange. Wir haben jetzt Anfang März und das war im Dezember. Also so schnell entwickeln sich die Dinge leider nicht. Und Ihr Gefühl? Nein. Mein Gefühl schon. Vielleicht wird nachher Herr Czermol in der nächsten Runde was dazu sagen. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir über Wettbewerb gesprochen. Wir haben über das Säen von Samen für OER gesprochen, zumindest am Rande, und auch über das Thema Bildungsgerechtigkeit gesprochen und auch über Bücher. OER befindet sich ja schon auch in, wie viele Sachen im Rahmen der Digitalisierung, in so einer Transformationsphase. Da würde ich mal die Frage an dich stellen, weil du dich ja auch viel mit Organisationen und wirtschaftlichen Hintergründen auch von, nicht nur von Lehrmaterialien, sondern auch von anderen Aspekten auseinandergesetzt hast. Wie kann ein Wettbewerb zwischen OER und, sagen wir mal jetzt, Non-OER aussehen? Oder ist der überhaupt gewünscht oder macht das Sinn? Ja, ich glaube, wir haben den Wettbewerb ja eigentlich heute schon. Ja, also wir haben ja heute schon kostenlose Materialien im Netz, die bis zu einem gewissen Grad im Wettbewerb zu klassischen proprietären Angeboten stehen, und da gewinnen nicht immer die proprietären. Ja, also weil nämlich, wenn ich schnell was brauche, wenn ich was Aktuelles brauche, dann google ich schnell mal. Also ich mache das an der Hochschule so, und ich gehe mal davon aus, dass das Leute an Schulen auch so machen. Das ist mal das eine. Was aber, glaube ich, nicht so trivial ist, ist, glaube ich, das, was der Karl noch angesprochen hat, wie man ohne mit der Machete, sondern eben Schritt für Schritt und mal Pflöcke einschlagen, ja, wie man es schaffen kann. Und ich glaube, wenn wir uns aufs Ziel mal einigen können, ja, und dann sagen, das kann auch 10 Jahre dauern, aber Schritt für Schritt dahin gehen, ich glaube, dann ist schon viel gewonnen, dass das Ziel darin besteht, dass wir die beträchtlichen öffentlichen und Elternmittel, die heute in Lernmittelanschaffungen und damit auch Lernmittelfinanzierung fließen, dass wir die
zumindest teilweise auf eine Art und Weise ausgeben, dass damit offene Lernmittel erstellt werden, die dann nämlich auch dauerhaft offen verfügbar sind, sodass dann vielleicht auch, ich will auf keinen Fall sagen, dass da jetzt wir uns Geld sparen, aber vielleicht mal Mittel ein bisschen umgewidmet werden können, nämlich wenn ich es nicht immer neu anschaffen muss, dann kann ich stärker auf interaktive Formen, stärker auf Aktualisierung und so weiter setzen. Und also sozusagen das wäre die Perspektive, die man sehen könnte. Und ich glaube, man wird da nicht dazu kommen, dass das jetzt nur noch alles offen ist. Ja? Ich glaube, da wird es ein Nebeneinander gehen. Und ich glaube, die Verlage brauchen schon deshalb keine Angst haben, weil ihre Kompetenzen, ja, nämlich mit Autorinnen und Autoren sich abstimmen, Produktplanung, ja, das ganze Umsetzen, ja, das ganze Projektmanagement, dann auch Vertrieb und dann, da bin ich auch beim Herrn Hirche, ich glaube auch, warum soll es nicht auch OER in gedruckter Form geben, ob das dann ein Buch ist, eine lose Blattsammlung oder was aber auch einfach auch als Service, ja, warum nicht, ja? Und ich glaube, deshalb, aber wie man das konkret macht, und das wäre meine Frage immer auch an Herrn Kaden, wie weit da die Diskussion im Bereich der KMK gediehen ist, weil das ist Ländersache. Also wir haben es uns für Berlin angeschaut und sind da mit einem Vorschlag rausgekommen, der vorsieht, dass man möglichst wenig ändert, dass weiterhin auch quasi die Schulen über ihre Lehrmittelbudgets entscheiden, aber dass es so aufgestellt ist, dass das auch zum Beispiel für OER ausgegeben kann und dass es vielleicht so eine Art OER-Bonus gibt, dass man sagt, die ihr Geld für OER ausgeben, die kriegen 20% drauf, weil das, was damit finanziert wird, ja nicht nur für die Schule dann ist, sondern auch für alle anderen zugänglich. Das ist sozusagen ein Kollateralnutzen damit verbunden. Ja? Und diesen Kollateralnutzen, ich glaube, um den geht's. Ja? Den müssen wir irgendwie ins System kriegen. Ja? Und ich würde mich interessieren, ich weiß, ich will jetzt die Moderation nicht eingreifen, aber mich würde wirklich interessieren, wie da der Stand der Debatte in der KMK ist. Du hast tatsächlich meine Frage vorgenommen. Ja, das wäre jetzt. Na gut, also ich spreche ja jetzt für die Verwaltungsseite der KMK. Also wir sondieren Pfade, wir bieten Optionen an die Politik, wie man diesen Prozess gestalten kann. Schlussendlich entscheidet die Politik darüber. Wir haben jedenfalls verschiedene Handlungsfelder innerhalb dieses Gesamtkomplexes Bildung in der digitalen Welt verortet. Und das, was ich sagen kann, die KMK konzentriert sich, weil Sie sagten, auch Zielvorgaben. Eine Kernkompetenz der KMK sind auch verbindliche Kompetenzstandards. Und davon lassen sich ja viele Dinge ableiten. Das ist ja auch ein strukturierendes Moment, was dann sozusagen ermöglicht, all diese Einzelmodule funktional aufeinander auszurichten. Und die KMK diskutiert das sehr intensiv momentan. Sie wird auch schätzungsweise im Mai, Juni in die Öffentlichkeit gehen mit einem Entwurf, wie man sowas ausgestalten könnte. Aber es wird ein Rohentwurf sein und auf der Basis, auf den auch reflektieren, die Diskussion, die sich dann ereignen werden, wird dann schlussendlich auch Bildungspolitik Strategien und Handlungspakete verabreden müssen, damit wir da insgesamt weiterkommen. Also es ist schon ein deutlich konkreter Prozess. Also ich verweise auch nochmal auf die KMK-Präsidentschaft, die ja in Bremen liegt. Frau Dr. Bogedan hat das auch als Schwerpunktthema ihrer Präsidentschaft gewählt, neben dem Thema Integration. Also ich denke, die beiden Themen, was ja schon öfter anklang, plus dem Thema Nachhaltigkeit, da bin ich auch ganz dabei. Das wundert mich übrigens, dass die Nachhaltigkeits-Community das Thema OER nicht schon früher aufgegriffen hat in Deutschland. Aber da macht es wirklich Sinn, zusammenzugehen und auch die Diskussion zu verdichten und auszurichten. Und ich denke, da wird auch Politik dann entsprechend darauf reagieren. Dieser Entwurf, wird er unter einer offenen Lizenz veröffentlicht? ND. Er wird schon mal veröffentlicht, genau. Das ist ja genau. Also nein, ich bin da ja sehr glücklich, es war mehr eine kleine Frage. Aber ohne Quatsch, also wir haben ja vorhin das Beispiel aus Brandenburg gehabt, also auch wo der neue Rahmenlehrplan 1 bis 10, der steht dann unter einer offenen Lizenz, der wird als XML bereitgestellt. Ich denke, das sind richtige Ansätze, ja. Das sind diese Strukturierungen, die wir brauchen, damit wir weiterkommen. Großartig, wir sind bei dem Punkt angekommen, wo ich gerne die Diskussion tatsächlich auch nochmal ins Publikum öffnen wollen würde. Mir rauschen noch genug Fragen im Kopf rum. Ich glaube, hier auf dem Panel auch noch. Wir können uns auch gerne noch weiter unterhalten, aber ich fände es doch sehr fair und schön, vor allem, wenn eine von Ihnen vielleicht noch eine Frage an die Panel-Teilnehmer hat. Alle außer Sebastian Heim, bitte.
ich hatte ja letztes Mal nicht. Ich hätte eine Frage an Saskia Esken, und zwar, wo siehst du in der Politik die größten Schwierigkeiten, deine Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass OER eine tolle Sache sind? Ich glaube, wie auf allen anderen Feldern auch, gibt es einerseits einiges Unverständnis noch dem Thema gegenüber. Aber wieso muss es offen sein und wieso müssen jetzt Lehrkräfte die Lernmaterialien verändern und weitergeben können? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Ich denke, da muss schon auch noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber es gibt natürlich auch ein starkes Beharrungsvermögen der Institutionen und auch der Akteure an der Stelle. Und natürlich gibt es Abwehrreflexe, gerade der traditionellen Hersteller von Lehr- und Lernmaterialien, das haben wir ja schon das eine oder andere Mal gehört. Gewisses Verständnis kann ich dafür durchaus auch aufbringen, obwohl ich immer wieder dafür werbe, immer wenn ich auch darüber spreche, zu sagen, der Gegensatz ist ja nicht da. Also freie Lehr- und Lernmittel sind kein Widerspruch zu den besonderen Fähigkeiten, die Schulbuchverlage jetzt schon seit Jahrzehnten unter Beweis stellen, nämlich Inhalte, sprich Autoren, eigentlich eher deren Lieferungen, deren Inhalte zusammenzubringen mit Lehrplänen, beziehungsweise heute womöglich kompetenzorientierter Bildungspläne. Das heißt, da sind ja gar keine Inhalte mehr vorgegeben. Ja, Kompetenzpläne, Bildungspläne zusammenzubringen mit solchen Inhalten und daraus Unterrichtskonzepte, womöglich verlässlich erprobte, funktionierende Unterrichtskonzepte zu stricken und Lehrkräften an die Hand zu geben. Das ist eine Leistung, die nicht vom Himmel fällt, ja, und die auch weiterhin gebraucht wird. Nicht jede Lehrkraft möchte gern jede Unterrichtseinheit selbst entwickeln aus frei fliegendem Material, das irgendwo, übrigens ist, glaube ich, nicht alles, was man googeln kann, gleich frei, oder? Nur mal so ein Pro-Tipp, ne? Ja, deswegen, diese Leistungen werden weiterhin gebraucht und deswegen sehe ich den Widerstand nicht so, aber der Widerstand ist da. Und der muss vielleicht auch tatsächlich in Schritten überwunden werden. Das ist eine ganz, ganz kluge Vorangehensweise. Gründlichkeit ist ja unsere Spezialität. Flexibilität. Ich bin kein Freund von künstlicher Verknappung, aber ich weiß, manchmal funktioniert sie. Wir haben tatsächlich nur noch Platz für zwei Fragen. Von daher, wenn dann jetzt. Hallo, mein Name ist Matthias Bock, ich arbeite für die Piratenfraktion im Landtag NRW. Den ist die ganze Zeit hinten sitzen geblieben. Wenn ich gewusst hätte, in der ersten Reihe kann man auch Fragen stellen, wäre ich auch schon früher nach vorne gekommen. Herr Professor Dobusch hat was Interessantes gesagt und hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass es eine Initiative gibt, die ganz klar darauf hinweisen möchte, dass OER und die bisherigen Modelle in Einklang gebracht werden können, so dass sie nebeneinander existieren können. Aber de facto, ich spreche es nur für Nordrhein-Westfalen und ich weiß, das kann man nochmal auf die Länder ausdifferenzieren. Für den Schulbuchmarkt ist ein Modell vorgesehen, der ganz klar pro Kopf Ausgabe pro Schüler regelt und festsetzt. Da ist also überhaupt gar nicht der Markt so liberal, weil ja hier immer die Schulbuchverlage auch auftreten und sagen, sie würden auch gerne in Konkurrenz, sie würden die Konkurrenz überhaupt nicht irgendwie schmähen, sondern würden sagen, wir setzen uns damit auseinander, aber de facto ist ja der Markt so geregelt und da würde ich auch den Vertreter vielleicht der KMK dann vielleicht auch nochmal als Kontrapart dazu hören, wie soll das denn geschehen, wenn das so geöffnet werden soll, damit man überhaupt Parallelstrukturen schafft, damit man das nutzen kann. Ich kann sagen, wie wir es uns für Berlin überlegt haben, wie das denkbar wäre, ist auch nur ein Vorschlag. Ich bin total froh, wenn mir jemand noch andere Ideen bringt. In Berlin gibt es den Unterschied zu NRW, weil in NRW habe ich gerade einen Antrag eingereicht, wo wir das genau für NRW untersuchen wollen, wie das gehen könnte. Aber in Berlin gibt es keine Lehrmittelzertifizierung. Da werden, wenn dann Verlage, System oder Generalze pauschal zertifiziert. Das macht es noch einen Tick einfacher, aber ansonsten ist es in Berlin genauso wie in NRW. Das heißt, es gibt Kopfpauschalen, darf man das sagen. Also es gibt auf jeden Fall so pro Schülerin oder Schüler gibt es einen Betrag und dann gibt es noch die Möglichkeit, Elternbeiträge dazu zu erheben und das zusammen wird dann ausgegeben jedes Jahr. Das sind so 200-300 Euro pro Schülerin und Schüler und Jahr. Und derzeit ist es so, dass da einfach, wie läuft das? Da gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die setzen sich zusammen und für einen bestimmten Bereich, Geschichte zum Beispiel, und sagen, wir wollen ein neues Lehrbuch, schauen sich an, was gibt es. Da kommen auch teilweise Verlagsvertreter, stellen die vor. Und dann geben die das Geld aus. Ja?
Und wie kann da OER überhaupt reinkommen, wenn man das nicht grundsätzlich ändern will? Und ich glaube, es wäre auch ein Fehler, das grundsätzlich ändern zu wollen, weil ich glaube, wenn man das den Lehrerinnen und Schülerinnen wegnimmt, dann ist das die Garantie des Scheiterns, weil ich glaube, so funktioniert das nicht. Und was wir uns überlegt hätten, wäre, es müsste, und für NRW wäre das ein bisschen schwieriger, aber da müsste man eine Zertifizierung ansetzen, dass das möglich wäre, dass es neben den fertigen Schulbüchern, die da vorgestellt werden, auch sowas gibt wie quasi Proposals, ausgearbeitete Konzepte, wie bei einem Crowdfunding-Projekt, die auch quasi dort präsentiert werden können. Und eine Schule kann sagen, das finden wir eigentlich spannend, das ist modern, das ist cool, außerdem ist es offen und wir können es ändern. Wir kriegen quasi die Rohdaten. Und wenn da quasi über 2 Jahre zum Beispiel genug Schulen zusammenkommen, die das bestellen, dann wird das wie bei einer Crowdfunding-Geschichte hergestellt und die Schulen haben eine Zweitwahl. Wenn das quasi nicht zustande kommt, dann kriegen sie halt das normale Buch. Ja, dass sie, also ist quasi kein Risiko für die Schule. Und wenn sie es aber tun, dann kriegen sie zum Beispiel 20% als OER-Bonus, weil man eben damit was, also das war der konkrete Vorschlag, wie das theoretisch sich vereinbaren ließe. Ja. Man muss nicht viel ändern, man muss nur das so weit öffnen, dass OER-Anbieter auch rein können in dieses Verfahren. Vielleicht gibt es auch andere Wege, aber man muss sich das, halt, glaube ich, für jedes Bundesland noch anschauen, eben weil in jedem Bundesland diese Mittelvergabe und diese Finanzierungs- und Anschaffungsentscheidungen anders laufen. Ja, also die Hoheit liegt bei den Ländern, bei den einzelnen Ländern. Also da greift auch die Subsidiarität. Das heißt, die Länder werden das unterschiedlich ausgestalten. Die Lernmittelverordnung, die eben diese Verfahren regeln, die reichen eben auch noch aus einer Zeit hervor, als diese OER-Alternative noch gar nicht da war, als die Digitalisierung noch einen ganz anderen Stellenwert hatte. Das heißt, das wird sich, das ist meine persönliche Prognose, in den nächsten Jahren eben auch umstellen. Das ist Teil dieses gesamten Strukturwandels, den wir jetzt angehen. Und dann wird man da auch Möglichkeiten finden, wie man Alternativen oder alternative Anwendungsformen auch von den Budgets, die dort vorgesehen sind, ausgestaltet. Ich könnte mir zum Beispiel gerade bei Flächenländern auch gut vorstellen, das ist ja ein sehr heterogener Markt, da sind ja die Träger dann auch sehr verteilt über das ganze Land, sind zum Teil auch überfordert oder einzelne Schulen, Konferenzen sind überfordert, dass man auch im Prinzip so eine Art Marktplatz schafft, also auch genossenschaftliche Modelle befördert, Einkaufsgenossenschaften, wo dann eben auch OER-Pakete entsprechend kuratiert auf einen Markt treffen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es da intelligente Ansätze gibt, um diesen Veränderungsprozess sachgerecht zu begleiten und auszugestalten. Vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal eine Frage an Sie stellen und Sie entscheiden jetzt ein bisschen, wie die letzten 5 Minuten weitergehen. Wollen wir noch weitere, Frage A, wollen wir noch weitere Fragen aus dem Publikum oder sollen wir B, ein kleines Abschlussplädoyer von jedem Teilnehmer dieses Panels hören? Nochmal Frage A, wer ist dafür, hebt seinen Arm, dass wir noch weitere Fragen aus dem Publikum hören? B, Abschlussplädoyer? Okay. Ist eindeutig. Bevor ich Danke sage, würde ich eben tatsächlich allen nochmal die Möglichkeit geben, in einer Minute vielleicht sogar die Frage zu beantworten, die wir da auf dem Display sehen. Ich will jetzt nicht irgendwelche Feen heraufbeschwören, die Zukunft voraussagen können, aber wenn alles frei und offen wäre, wie würde sich das Thema weiterentwickeln und was müsste man dafür tun? Das in einer Minute. Und in der Minute auch noch, dass Sie mir noch mal ganz kurz vielleicht eine Quelle nennen oder ja eine Quelle, die Sie nutzen, worüber Sie sich über Open Educational Resources im Alltag informieren. Das sind die 2 Sachen, die Sie jetzt alle in einer Minute unterbringen dürfen. Damit ja ich auch noch was davon habe, ist die 2. Frage da auch noch mit drin. Ich würde mal sagen, wir fangen da an, wo wir vorhin schon angefangen haben, bei Saskia. Meine Quelle, womit ich mich über OER informiere, ist tatsächlich kein Link, den ich jetzt hier vorstellen kann, sondern ich kann sprechen über solche tollen Konferenzen, wie wir sie hier heute erleben und wie wir sie an anderer Stelle auch zum Thema oder zum Thema auch digitale Bildung erleben, wo ich kann den Ed-Chat nennen, der jede Woche einmal Dienstagabends von 8 bis 9 1000 Tweets zu allen Themen rund um digitale Bildung erzeugt und einen tollen Austausch. Ich glaube, in Austausch und Vernetzung steckt die größte und die werthaltigste Quelle in dem Thema. Ich hätte jetzt keinen Link zur Hand, wo ich abends nachlese, wenn ich nicht schlafen kann.
So, und die andere Frage war nochmal. Dein Traum von mein OER. Mein Traum von OER. Mein Traum ist tatsächlich, dass wir ein sehr selbstreproduktives und beharrungsstarkes Bildungssystem weiterentwickeln können in Richtung Offenheit und in Richtung Schüleraktivierung, in Richtung gestalterische Fähigkeiten, in Richtung Stärken, in Richtung selbst sich bilden. Also ein anderes Lernen eigentlich, eine andere Kultur des Lehrens und Lernens entwickeln können, auch mit Hilfe von offenen Materialien, aber auch mit offenen Ansätzen in der Unterrichts- und Lehr- und Lernkultur. Und dazu braucht es, was ich vorher gesagt habe, Organisationsentwicklung. Und das ist eine Sache, die in den Schulen noch gar nicht so, glaube ich, vorhanden ist. Großartig, danke. Liebe Engel, wir haben also jetzt noch 3 Minuten, habe ich gerade festgestellt. Von daher gebe ich mal kurz weiter an Herrn Hirche, die gleiche Frage. Also ich kann mich ja nahtlos anschließen. Motivationssteigerung ist das Ziel, Nutzung aller modernen Möglichkeiten und Wege und insofern mehr Pluralität. Der Versuch der UNESCO wird fortgesetzt, die Institutionen, die sich mit Bildung beschäftigen, national und international für das Thema zu sensibilisieren, Multiplikatoren, wie gesagt, anzusprechen und auf diesem Wege weiterzukommen. Die Verknüpfung auch des Themas OER mit BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, weil ich denke, dass in diesen beiden Themen Zukunftsmusik liegt. Information, ich bin nun nicht der Spezialist in OER, also das ist ein Thema unter anderem. Ich informiere mich über zentrale, internationale oder nationale Publikationen, eine Website hier und dort, das ist es dann. Also das wird für Sie keine zusätzliche Hilfe sein. Doch, 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 warum nicht? Gut, ich versuche es kurz zu machen, was die Quelle betrifft. Also ich lese gerne Twitter-Tweets, also auch aus der Community. Das ist eine effektive Art und Weise, sich über aktuelle Informationen und neue Ansätze zu informieren. Was meine Perspektive betrifft, also ich bin privat auch gerne als Gärtner unterwegs und ich finde bei OER also auch so einen gärtnerischen Ansatz, also Kulturen zu entwickeln, also auch das, was wir haben in den Archiven, das finde ich total spannend. Wenn das digitalisiert wird und wenn das Ausgangsmaterial ist dann von Wissensbildungsprozessen und diese Prozesse zu befördern, indem genügend Sonne und Wasser und Düngemittel da ist, Biodünger natürlich nur. Das ist sicherlich ein interessanter Ansatz und das heißt, das zielt aber eben auch auf im Prinzip so einen ökologischen Ansatz von Systemen, wo dann auch eine Diversität gewährleistet ist. Monokulturen auch in Sachen OER sind sicherlich keine attraktive Zukunftsperspektive. Ich hoffe, dass ich nochmal ein Panel mit Ihnen moderieren darf. Das möchte ich so gerne einbauen. Aber gut, Abschluss, Leo. Ich fange mit der Vision an, die ist nämlich einfacher. Ich würde mir wünschen, dass öffentliche Gelder, die in Lernmittel fließen, auch zu offen lizenzierten Materialien führen. Das ist eigentlich alles. Und das wird lang dauern, aber vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Das ist so die Vision. Wo informiere ich mich? Da hadere ich deshalb damit, weil darf ich mich zu OER in einem nicht offenen Medium informieren? Ja, klar. Ich finde nämlich die wichtigste Informationsquelle für mich ist eigentlich die Open Educational Resources in Deutschland Facebook-Gruppe, wo eigentlich wirklich ständig alle neuen Papiere, die irgendwer irgendwo, irgendwann, irgendwo im Internet irgendwie ins Internet geschrieben hat, sofort drinnen landen. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, alle, die noch nicht da drin sind, und uns zugeben können, dass sie auf Facebook sind, kommt da auch hin. Okay, tausend Dank. Wir sind genau in der Zeit geblieben, habe ich gerade gesehen. Danke an das Panel, danke ans Publikum und hoffentlich bis nächstes Jahr.